Oberbank Donauforum und freue mich, dass Sie sich der sicherlich schwierigen Entscheidung zwischen Opernball und unserem Konzert heute für Zweiteres ist. Und das gefällt, glaube ich, uns allen so. Heute Nina Sophie Berghammer ist die jüngste Solistin des heutigen Abends und sie ist gleichzeitig jemand, der das Wort Vielseitigkeit praktisch neu definiert. Sie ist nämlich nicht nur eine hervorragende Geigerin, sondern genauso auch auf dem Klavier zu Hause und auf dem Marimbafon, das jetzt auch gleich auf die Bühne kommt. Und sie wird sich jetzt gleich auch auf allen drei Instrumenten präsentieren, in nur einem eigens für sie gefertigten Stück. Letzte Woche hat Peter Grubmüller ihr in den Oberösterreichischen Nachrichten einen ganzen Artikel gewidmet, in dem einiges über sie zu erfahren war, nämlich unter anderem, dass keine Musikrichtung vor ihr sicher ist. Sie spielt Klassik, spielt Jazz, Pop, Rock. Sie liebt romantische Klänge, sie liebt moderne Klänge. Abgesehen davon ist die 13-Jährige aber ein erstaunlich normales Mädchen, sehr fröhlich, sehr sportlich, manchmal ein bisschen schüchtern. Nur, dass sie eben eine eigene Homepage hat, eigene Kanäle auf Instagram und auf YouTube und außerdem den großen Traum, einmal auf der Bühne der New Yorker Carnegie Hall zu stehen und zu spielen. Kurz und gut, Paganina eben. Viel Vergnügen.